Herr Scholz, wie war der Alltag und allgemein das Leben in West-Berlin? Der Alltag war eigentlich relativ normal, außer dass man von einer Mauer umgeben war und die Stadt nicht verlassen konnte, sondern erst durch Kontrollpunkte musste, was abhängig vom Zeitpunkt, wenn zum Beispiel Ferien waren und ähnliches, sehr lange dauern konnte, aber auch sehr schnell geschehen konnte. Das hing immer davon ab, wie die DDR-Grenzbehörden gerade drauf waren oder ob es internationale Spannungen gab. War zum Beispiel ein internationaler Politiker der westlichen Welt in Berlin zu Besuch, konnte man sicher sein, dass die Kontrollpunkte stundenlange Abfertigungsszenarien durchführen würden für uns, was dann zu allgemeinem Unverständnis und auch zu einem gewissen Hass auf diese Grenzbehörden und auch auf die Fopos generell führte bei uns. Wir hatten auch Beispiele, also ich weiß jetzt zum Beispiel selber, dass ein Freund von mir wurde angehalten, weil er mit seinem Motorrad in der linken Spur zu weit rechts gefahren ist. Und als die beiden Fopos ihn nach seinen Papieren fragten, sagte er dann: "Na, wer von euch beiden kann denn lesen?" Das führte dazu, dass er 3 Tage in U-Haft war in der DDR. Das ist eigentlich unrechtmäßig. Also es war eine sehr schwierige Situation und man war sicherlich nicht gut auf die Behörden. Die Fopos, die Polizei generell, die ganzen Kontrollstellen, da war man überhaupt nicht gut drauf zu sprechen. Wir haben die eigentlich schon gehasst, ja, das muss man schon sagen. Ja. Ja, lassen Sie mich kurz eine Sache noch sagen, wenn wir Ja, die jetzt noch gerne. nicht angesprochen haben. Für mich interessant war diese Wohnung, die ich hatte in der Oranienstraße, die wäre direkt an der Mauer. Und es ist halt, Sie müssen sich das so vorstellen, dass Sie nachts, zum Teil auch tagsüber, das war sehr selten, aber nachts dann wirklich Gewehrfeuer gehört haben und dass sie Leuchtkugeln haben hochgehen sehen. Sie haben Minen explodieren hören im Todesstreifen und sie wussten, dass jetzt gerade ein Deutscher versucht, die Republik zu verlassen. Und sie wussten auch, dass die Leute in den Wachtürmen, die Grenzkontrollposten, dass die jetzt gerade jemanden in den Rücken schießen. Die Situation ist natürlich sowas von abwegig und man kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Und immer wenn ich amerikanischen Besuch hatte, also Leute, die aus den USA mich besucht haben, die sind mit der Situation überhaupt nicht klargekommen. Die dachten erst, das wäre Disneyland, die dachten, das wäre gestellt, da drehen die gerade einen Film. Und ich habe ihnen mehrfach gesagt, die drehen keinen Film. Es wird wirklich auf jemanden geschossen. 50 Meter von uns entfernt. Und die haben dann bloß immer gesagt, warum hast du kein Gewehr? Du könntest doch zurückschießen. Du könntest auch in den Kontrollturm reinschießen. Für die war die Situation völlig unvorstellbar. Die sind damit gar nicht klargekommen. Man hat sich irgendwann daran gewöhnt. Aber jetzt im Rückblick kann man sagen, es gibt wohl kaum etwas in meinem Leben, was makabrer war, wie dieser Wohnsitz. Also das war so etwas ganz Alltägliches für Sie, als Sie an der Mauer lebten. Alltäglich wurde das natürlich nie, wenn da Schüsse fallen und alltäglich war das nie, aber es war leider wirklich so, dass man sich daran gewöhnt hat, aber ich habe die Wohnung da nicht sehr lange behalten. Das war einfach zu absurd. War zu viel. Das war tatsächlich zu viel, ja. Frau Schöne, wir wissen ja, dass Sie nicht nur in der DDR aufgewachsen sind, sondern auch auf dem Land. Wie sah das Leben denn allgemein für Sie aus? Also ich wurde in Leipzig geboren. Ich habe dort auch meine ersten 25 Jahre verbracht. Natürlich inklusive meiner Jugendjahre. Nach dem Studium 1981 bin ich umgezogen in eine kleine Gemeinde, ein kleines Dorf in der Nähe von Berlin. Dort war auch mein Arbeitsplatz, eine Schule mit den Klassen 1 bis 10. Eine große Herausforderung war zum Beispiel der Einkauf. Wir hatten kein Auto und alle Wege waren 4 bis 6 Kilometer lang. Also man konnte ziemlich lange Wege auf dem Fahrrad zurücklegen. Die Menge der Einkäufe war ziemlich beschränkt, da man ja dann auch alles auf dem Fahrrad transportieren musste. Auch so eine Sache war dann zum Beispiel, wenn man zum Kinderarzt musste, dann musste man den ganzen Tag danach planen, da alles so weit entfernt war. Wir hatten auch Fernsehen. Es gab einen bestimmten Spruch: Dienstag Dallas, Mittwoch Denver, Donnerstag gab es Fleisch. Also westliche Serien liefen auch wöchentlich im Fernsehen. Und auch Teil der wöchentlichen Tradition war Fleisch am Donnerstag. In der Gemeinde gab es alles Mögliche an Fleisch, halt nur einmal pro Woche. Da wir in der Umgebung von Berlin waren, war unser Dorf nicht schlecht versorgt. Dann gab es noch unsere tägliche Arbeit. Der Garten musste bewirtschaftet werden. Wir hatten keine Heizung, nur Öfen. Also mussten wir auch regelmäßig Holz hacken, vor allem im Winter. Was hatten Sie so über die Medien oder im Fernsehen über Westdeutschland erfahren? Nochmal mit den Medien.
gerade zum Fernsehen, da wo wir lebten, gab es kein Westfernsehen. Leipzig, Dresden und Chemnitz wurden deswegen auch das Land der Ahnungslosen genannt. Also wir hatten kein ZDF, kein ARD, so etwas. In Berlin ab 1985 gab es dann auch Westprogramme. Nachrichten, Werbung, andere Filme, andere Serien und die haben wir dann natürlich auch verglichen. Hatten Sie irgendeine Bindung zur BRD? Westverwandtschaft hatten wir keine. Wir hatten auch nie einen Drang nach Westdeutschland zu ziehen. Das liegt auch daran, dass wir als Familie nicht viel wussten und weil wir ja keine andere Verwandtschaft hatten. Auch liegt es daran, dass ich allgemein persönlich eine sehr schöne, erfüllte Kindheit hatte. Wir sind viel gereist innerhalb der DDR und auch in den Osten. Tschechien, Polen, Ungarn zum Beispiel. Also nein, wir haben nichts vermisst, weil wir ja auch nicht wussten, was wir vermissen konnten. Das ist dann erst später gekommen, aber da hatten wir ja auch schon eine ganze Familie. Dann würden wir jetzt den Sprung machen zum Fall der Mauer. Sie waren ja direkt davor. Was hatten Sie für ein Gefühl, als Sie gehört haben, die Mauer ist jetzt, also Berlin ist jetzt wieder zusammen, vereint? Die Demonstrationen nahmen immer mehr zu und wo wir dann abends gehört haben, dass der Grabowski verkündet hat, ja, die Reisefreiheit tritt sofort in Kraft, das war ein Versprecher. Die trat natürlich nicht sofort in Kraft, aber er hat das falsch abgelesen. Und wo das in den Medien ganz kurz gebracht wurde, war klar, dass jetzt die Grenzkontrollposten gestürmt werden. Das war ganz klar. Und man begab sich dann zur Mauer und dann war es dann, also da ging es dann auch schon hoch her. Und ich war dann zum ersten Mal in meinem Leben auf der Mauer. Wir sind dann sofort draufgeklettert. Und die ersten Verrückten kamen auch schon mit einer Granithacke und haben die Mauer versucht umzuhauen. Die war aber relativ stabil gebaut, das hat nicht geklappt. An allen Ecken und Enden prügelten Leute auf die Mauer ein, haben versucht, ein Loch reinzumachen. An den Grenzkontrollstellen war ein gigantischer Andrang von diesen Trabis, die ja Zweitaktmotoren hatten. Das stank entsetzlich von da an in Berlin-West. Von jetzt an wurden diese Autos mit ihrer Nebelfahne hinten aus dem Auspuff Bestandteil des Stadtbildes. Die Mauer selber, der Fall der Mauer, war natürlich ein super Ereignis, wer hätte das gedacht. Es zeichnete sich ab, letztendlich war es trotzdem für alle, denke ich mal, eine Überraschung. Und die Leute waren eigentlich heilfroh, ja. Also alle waren eigentlich hochauf begeistert über diese Entwicklung. Und man stimmte mehrfach die deutsche Hymne an, also nicht die DDR-Hymne, die hat keiner gesungen. Und interessant war auch zu sehen, dass die Fopos sich oftmals wirklich in Sicherheit gebracht haben, weil die jetzt wirklich Angst vor diesen aufgebrachten Bürgern hatten. Jetzt war ihre Macht wirklich im Schwinden. Wie haben Sie vom Mauerfall erfahren und wie haben Sie diesen erlebt? Während des Mauerfalls lebten wir südlich von Berlin und erfuhren davon durch das Fernsehen. In den vorherigen Tagen oder sogar auch Wochen gab es viele Berichte von Demonstrationen, Bewegungen und Gruppierungen. Diese haben wir mit Interesse verfolgt und als wir gehört haben, dass die Mauer jetzt offen ist, dachten wir, wir hätten uns verhört. Doch als das dann auch mehrmals wiederholt wurde, waren wir dann auch ziemlich überrascht. Die DDR-Bürger konnten jetzt in den Westen. Am Anfang gab es einen großen Drang und man ging mit Autos, S-Bahn oder zu Fuß, damit man sich den Westen angucken kann. Ich war zu der Zeit damals im Mutterschutz zu Hause. Im Frühjahr 1990 besorgten wir unseren ersten Farbfernseher für die Fußball-WM, weil ich und mein Mann schauen gern Fußball und wir wollten die WM in Farbe sehen. Der Fernseher hatte gerade so in unseren Trabant gepasst. Das sind dann auch noch so Episoden, wo wir heutzutage noch schmunzeln, wenn wir darüber nachdenken. Also während Ihrer Schulzeit wurde die Mauer genauso kritisiert wie in den Medien halt. Absolut, ja. Ja, sicher, ganz klar. Wir hatten auch immer Zeitzeugen, also Leute, denen die Flucht gelungen ist. Die haben dann, so wie ich jetzt, die haben dann natürlich vor den Schulklassen referiert. Ja. Wie war das Leben in der DDR? Und wir konnten übrigens auch als Berliner mit dem behelfsmäßigen Personalausweis, wir durften ja keinen richtigen Personalausweis haben, West-Berlin, hatte ja bis 1991 überhaupt nicht mal einen Friedensvertrag, keinen Waffenstillstandsvertrag sozusagen. Und wir durften für 48 Stunden in die DDR einreisen, zum Beispiel für eine Klassenreise oder ähnliches. Mit 25 Deutschmark Umtausch musste man immer zahlen pro Tag, den man drüben war, um die staatlichen Devisen der DDR aufzufüllen. Und wir waren einmal drüben mit der Klasse und haben gesehen, wie es da drüben aussieht. Das war ein völliger Kulturschock. Das war also wirklich teilweise Leben im Mittelalter. Aber es gab viele Parkplätze, hatte halt niemand ein Auto.
Würden Sie dann vielleicht noch ein paar weitere Unterschiede oder hätten Sie noch ein paar weitere Unterschiede, die Sie aufzählen könnten zwischen der West-Berlin und Ost-Berlin? Naja, wir waren die Stadt der Freiheit oder wie auch RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor, direkt von Washington gesteuert, ganz klar. Wie auch immer sagte, es gab in Berlin keine Sperrstunde. Wir hatten zum Beispiel Clubs, die haben nachts um 4 aufgemacht. Die Punk-Szene war super verbreitet. Generell sämtliche neuen, alles was kulturell auf den Markt kam in Deutschland, schlug zuerst in Berlin auf mit voller Gewalt. Es war eine gigantische Künstlerszene, genau das Gegenteil eigentlich dieser unfreien Gesellschaft in der DDR. Berlin war das Schaufenster der Freiheit, sollte es auch sein. Man hatte wesentlich mehr Einschränkungen, glaube ich, sogar in der Bundesrepublik, so zu leben, wie man bei uns leben konnte. Da waren die ersten Kommunen in der 68er-Generation, also Leute, die zusammen gewohnt haben, unverheiratet waren, die ersten antiautoritären Kindergärten. Da lief eigentlich alles. Hier konnte man alles probieren. Also Berlin war ein richtiges Laboratorium der Freiheit. Man konnte eigentlich alles machen. Sie konnten alles machen, wozu sie Lust hatten. In irgendwelchen Kellern war am nächsten Tag dann ein Punk-Konzert von irgendeiner Gruppe, deren Namen noch niemand gehört hat und die auch dann auch auf Nimmerwiedersehen verschwunden sind. Sowas war in jeder Straßenecke, speziell Kreuzberg, Neukölln. Da tobte das Leben in einer Weise, wie man sich eigentlich kaum noch vorstellen kann. Das hat sich nach der Mauer jetzt deutlich geändert, nach dem Mauerfall. Finden Sie, dass die Mauer, ob diese Trennung, die es damals gab, ob sie immer noch in den Köpfen der Menschen existiert? Vielfach muss ich leider sagen, ist das wohl der Fall. Mein persönlicher Eindruck und auch meine Erlebnisse sind dergestalt, dass wir bereits in den ersten Wochen oder auch es war 2, 3 Tage nach dem Mauerfall, ist man zum Beispiel mit mehreren Freunden in die ehemalige DDR dann reingefahren und da standen Leute am Straßenrand, die den deutschen Gruß, also den Hitlergruß gezeigt haben. Und das Erste, was sie gemacht haben, anscheinend im Westen, war, sich grüne Bomberjacken zu kaufen. Es war Richtung Königs Wusterhausen, da war eine interessante rechtsradikale Szene, die man niemals in der DDR vermutet hätte. Und das ist bis heute meines Erachtens noch ein Riesenproblem. Da steht immer noch eine Mauer, wenn man sieht, welchen Stimmgewinne die AfD in den neuen Bundesländern hat. Womöglich dem nächsten AfD-Ministerpräsidenten. Unglaubliche Vorstellung. Das, denke ich mal, würde bei uns im Westen jetzt in den alten Bundesländern nicht geschehen. Hier ist deutlich noch eine Mauer, die aber wirklich nicht wie man erwartet hätte. Hier sind linke Kräfte noch am Werk, die Ewiggestrigen der SED, sondern ganz im Gegenteil, hier sind rechte Kräfte am Werk, die eigentlich deutlich noch eine Mauer ziehen. Existiert denn die Mauer immer noch in den Köpfen der Leute? Das ist eine Frage, die wir auch öfters mit den Kindern diskutiert haben. Zum Beispiel in meinem Alter von über 50, da spukt die Mauer noch in den Köpfen rum. Viele sehen Benachteiligungen nach 30 Jahren immer noch für die östlichen Bundesländer. Damals bei uns hat eigentlich jede Frau gearbeitet, einfach weil das dazugehörte. Deshalb wünschen sich viele aus dem Osten, so aus meiner Generation und älter, die da sagen, es wäre wirklich an der Zeit, dass das auch gleich ist, damit diese Dinge nicht ständig wieder hervorgehoben werden. Es gibt immer noch Unterschiede in Bereichen wie zum Beispiel Bezahlung. Auf der anderen Seite, meine Kinder sagen, sie arbeiten in Firmen mit Ossis und Wessis und auch Ausländern. Die können das eigentlich nicht nachvollziehen, warum man immer noch auf diesem Thema rumhackt. Für die spielt das keine Rolle mehr. Für die ist es kein Thema. Das ist, weil sie gar nicht mehr in diese Zeit gelebt haben. Viele Dinge, die damals waren, gehörten auch in die damalige Zeit. Warum muss man die heutzutage immer wieder aufwärmen? Also, die Mehrzahl aus der jüngeren Generation hat eine andere Meinung. Gibt natürlich welche, die das nach wie vor verfolgen. Das ist sehr gespalten. Wann ist denn für Sie persönlich diese symbolische Mauer gefallen? Für mich persönlich steht sie nicht mehr. Aber ich ärgere mich auch über Dinge, die von der Politik entschieden werden, wo Unterschiede gemacht werden. Manchmal kommt man sich vor wie Mensch zweiter Klasse, obwohl man eigentlich eine gute Ausbildung gemacht hat, seine Arbeit vernünftig macht, sich nicht zu Schulden kommen lässt. Also hätten Sie dann noch zum Schluss irgendwas, was Sie noch selber sagen wollen zu den Zuschauern? Ja, dieser 3. Oktober ist jetzt unser Feiertag, dass Deutschland wiedervereinigt ist. Man sollte nie vergessen, warum Deutschland geteilt wurde.
Das ist weniger die Schuld der alliierten Mächte, sondern vielmehr die Schuld einer Partei, die bis 1945 regiert hat und die Deutschland die größte militärische, moralische, demografische Katastrophe aller Zeiten beschert hat. Erstaunlicherweise hat diese Partei bis heute noch Anhänger. Darüber sollte man ernsthaft mal nachdenken.